Hallo und herzlich willkommen Auf der Landwehrkanal. zusammen mit dem Guten. Und dem Steinchen. Moin. Das war ja fast filmreif. Ja, Diese müssen wir nächstes Mal Choreografie. aufnehmen. Müssen wir nächstes Mal aufnehmen. Ach was, du nimmst ja schon auf, ne? Mist. Oh, hätte man glatt mal die Kamera reinhalten sollen Ja, hier. aber sicher doch. Ich habe eine Idee, was wir uns von dem Erlös hier kaufen. Ich würde mal sagen, Rüben-Equipment. Ja, auch. Aber auch eine andere Und dann Sache. noch ein Feld. Und Nein. ein JCB. Ja, mal schauen, was wir da erst noch ins Budget bekommen. Aber ich werde mir etwas anderes kaufen noch. So als kleinen Abschluss, auch für einen anderen Bereich des LS, möchte ich mir etwas kaufen, was Ah. quasi so ein Moped hat. Etwas Forstiges. Ja gut, wenn du es Ein jetzt schon so beim Namen Fichtenmoped. nennst, dann hole ich mir jetzt natürlich nachher noch ein Fichtenmoped. Jo. Möchtest du ein Kaufst Fichtenmoped? du mir noch ein. Ja. Achso, ich krieg's ja eh automatisch. Ja, und ich nehme den Buffalo. Ich will so ein Fichtenmoped. Und dann suchen wir uns hier hinten einen Wald und machen mal ein bisschen, also nur so, nur um das mal wieder Bisschen gemacht zu haben. Randali. Nur um das mal wieder gemacht zu haben. Nicht mit dem Ziel, da irgendwie groß Forst oder sowas, sondern einfach nur mal wieder ein Fichtenmoped so tüddeln. Das war auch eigentlich ein Wunsch, den ich lange Zeit hatte. Dein kleines Malheur vorhin hat dich, glaube ich, ganz schön aus dem Trip gebracht hier. Ich fahre ja eh langsamer als du. Ja, aber vorher hat es immer noch Aber so ja, gepasst. das. Nee, klar. So. Aber so oft müssen wir auch nicht mehr fahren und dann haben wir es schon. Na, ich habe gerade gar nicht geschaut, wie viel Weizen ist noch da. Nicht mehr viel. 100.000, wenn du zurückkommst. Nee, es ist wirklich nicht mehr viel. Das ist nicht mehr die Welt, ne? Irgendwie finde ich es faszinierend, wenn ich so drüber nachdenke, wie oft ich jetzt wirklich schon so manche Sachen hier im 15er gemacht habe. Und am Anfang hat man sich immer hier, was weiß ich, beim Beladen über die Plane und so gefreut, ne? Irgendwie achte ich da Es heute ist immer noch einfach so, drauf, aber es ist halt nicht mehr so, aber boah, nicht mehr so wie früher, es ja. ist nicht mehr, genau, das ist so das Boah, Problem. geil, ja. Es ist halt bekannt. Und Abwechslung ist halt doch irgendwie geil, ne? Deswegen ist auch gut, dass der 17er rauskommt. Jo. Ich finde auch den Zwei-Jahres-Rhythmus eigentlich gut. Was, glaube ich, auch noch Ja. ging, wäre ein Drei-Jahres-Rhythmus, aber nur wegen der Mod-Community. Aber ein Ein-Jahres-Rhythmus wäre Ja. viel zu schnell. Ja. Das so oder so. Da hätten sie, glaube ich, auch nicht Vor allem, dann lange so könnten viel die Modder Features auch hätten sie nichts nicht. machen und Und so ein Rhythmus wie bei ETS fände ich scheiße. So 5 bis 8 Jahre. Sorry. Ist schon irgendwie geil, weil die das Spiel trotzdem noch pflegen. Aber angenommen, die hätten das jetzt nicht gepflegt die ganze Zeit, dann wäre das voll daneben, hätten finde so ich, ein neues der Spiel Rhythmus. raus, ja. Also hätten die ganzen DLCs auch als Euro Truck 3 rausbringen können. Ja, die Vor allem DLCs plus alle mit den Funktionen wäre auch neuen. ein Euro Truck 3 für andere Entwickler gewesen. Ja. Ja, vor allen Dingen, du kannst sagen, okay, alle neuen Euro 6er LKWs. Neue LKWs. Dann. Was hast du noch? Die Ja, Kartenerweiterung. Kartenerweiterung, genau, dann hätten sie vielleicht noch ein bisschen was nach Südeuropa gemacht, aber ich glaube, kartenmäßig ist nichts mehr angekündigt für den ETS, oder? Naja, weiß man nicht. Also zumindest ich bin da nicht so wirklich aktiv in den Foren und Facebook ergibt da auch nicht wirklich was her. Ich müsste mal Darcy fragen, der ist ja hier auch häufiger am TS, der ist da ja tief in der Szene. Stimmt. War auch damals geil immer. ETS. Ja, müssen wir wieder einen großen Konvoi machen, jetzt wo wir mal zusammen sind.
Ja, hatten wir eigentlich auch mal vor mit der ganzen Truppe von Your Unity. Link zum TS übrigens in der Videobeschreibung. Fragen im Moment wieder einige. Bist du schon fertig oder hast du auf mich, hast du gewartet? Ich habe auf dich gewartet. Das dauert jetzt aber ganz schön voll lange, bis mein Fass voll ist hier, ne? Das dauert. Siebzig Prozent, 80%, 90%. 90%. Ich fange Voll. schon mal an und voll. Ups. Bisschen Damals im aktive LS Unterstützung. 9 gab es noch Dingens hier, Silo Speed Mod. Dann bist du quasi unter dem Silo hergefahren und der Anhänger war voll. Von der Überfüllgeschwindigkeit her. Das habe ich damals immer Aber reingenommen. das waren noch Zeiten hier mit jede Frucht Ein eigenes eine Silo, ja. eigene Das war ja auch Silo. im 13er noch so, stimmt. Ne? Boah, das hat aber auch genervt, ehrlich gesagt. So, also du musst nicht mehr herfahren. Nee, bist du leer? Nee. Mensch, du bist mir ein King. Silo ist leer. Ich Wir habe haben jetzt 2,5 Millionen 38, auf der Kante. 930.000. Bisschen was noch in der Biogasanlage, Willst also du dir so. ja so ein bisschen die Kante geben? Ich kann mir jetzt gleich richtig die Kante geben, ja. Gleich mache ich erstmal ich und mein Holz. HDGDL. Oh ja. Dürfte dir ja auch bekannt sein, ne? So ganz und gar nicht. Nein, ehrlich nicht? Wäre nicht so, dass ich es dir schon mal vorgesungen habe. Stimmt. Hast du ja sogar. Das war ich. Das war ich. Ja, generell bist du doch immer der, der singt. Oh ja. Richard. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass der Zug, den die im 15er eingebaut haben hier, dass sie da eigentlich schon die Idee hatten, dass man den selber fahren kann. Weil so groß, wenn ich hier gerade mal schaue, hat er sich gar nicht, unterscheidet er sich gar nicht. Ist ein bisschen schlechter von den Texturen Nö, her. detaillierter. Detaillierter, ja, aber auch der Zug an sich mit den Holzrungen da und mit den Getreideanhängern, da ist gar nicht so viel Unterschied. Wahrscheinlich war das mal geplant, aber haben sie nicht mehr hinbekommen oder so. Ja, aber ich glaube, es ist recht vieles geplant, was sie nicht hinbekommen. Ja, und dann rutscht das halt immer eine Version weiter, ne? Irgendwann Ja, bekommen wird was. halt weitergereicht. Jetzt mache ich zum ersten Mal was, was ich schon immer mal machen wollte. Ja, stimmt, der ist sehr detailliert. Dafür, dass es nur so ein Nebenbei-Objekt ist. Ja, ich glaube, das war gar nicht als Nebenbei-Objekt geplant, sondern halt richtig als was. Richtige Brumme da. Ja gut, aber texturmäßig ist der neue in jedem Fall deutlich besser. Ja, schon. Wäre cool, wenn dass du dir dann am Ende die Strecke kaufen könntest. Einfach weil du zu viel Geld hast. Um Geld loszuwerden. Dann zahlst du Ja. halt mal, was weiß ich, 8, oder nee, sagen wir mal 25 Millionen für so einen Lok. Dennis hat ja mal auf leicht gespielt und ziemlich lange. Über 100 Stunden auf der Hagenstedt und dann hatte der halt auch so alles, ne?
und 20 Millionen auf dem Konto oder so. Und dann haben wir halt einfach richtig das Geld mal einen Abend rausgeprasst. Und dann kam halt immer der Spruch von Dennis: Ich mach mal auf 120 und weil ich kein Geld habe, kaufe ich mir noch ein Windrad. Ja, genau. Das kenne Klassiker. ich. Ah, hast du Kenne da ich. schon zugeguckt? Das war, glaube ich, Habe ich da schon Dennis 100 zugeguckt? Abonnenten-Special oder so. Weiß ich. Also, Dennis? Ich weiß es nicht. Ich weiß in jedem Fall, Da dass war ich noch recht mit früh Kadett und dabei war bei Schui-Films. Dennis. Mhm. Du warst doch ursprünglich auch viel bei Chewie, ne? Ja. Was? Wegen ETS halt, ne? Da gab es ja immer Rolle und dich, die immer Fragen geschrieben haben und so, meine ich, ne? Ich kam erst zu Folge. Frag mich nicht. Ich habe es viel so geschaut, aber nicht angemeldet als Person. Okay. Und habe demnach auch keine Kanntest du Chewie Kommentare eigentlich abgegeben. schon früher als mich? Nee, ich kannte dich durch Chewie. Heftig. Ja, und irgendwann war mir Chewie dann halt zu unruhig. Und du warst mir am Anfang zu ruhig und dann hat sich's irgendwann so gedreht, dass ich selber ja auch ruhiger wurde. Und dann habe ich dann doch ganz gerne dich geschaut und vor allem bei LS dann sinnvoll gespielt oder sinnvoller als Chewie. Ja gut, bei Chewie, LS war natürlich bei Chewie immer irgendwas. Hauptsache durch die Gegend gerast. Und schnell gegangen und große Maschinen. Also ich kann mich noch daran erinnern, als er den Mod für den Kirovitz rein hatte. Damit Ne? konnte er dann was Der ziehen, ne? kostete. Ja, genau. Der hatte richtig Leistung und den konntest du treten. Und da konntest du viel Arbeitsbreite hinten dranhängen. Und das ging. Aber vorher hat er ewig gebraucht und dann mit dem Fendt LSA. Die guten alten Zeiten. Ist das geil. Ich Ne? habe gerade den ersten Baum in meinem Vollernter. Also zum ersten Mal in einem Let's Play, wo es eigentlich nicht im Forst geht. Weil die Leute, die mich länger kennen, wissen, ich habe schon häufig Forst-Let's Plays gemacht, aber ich habe immer davon gesprochen, dass ich es mal cool fände, einen Speicherstand so gemischt zu haben. Aber das war einfach immer ein bisschen zu aufwendig, keine Schwierig. Ahnung, schwierig in der Umsetzung. Das alles trotzdem noch so schön zu haben, wie ich es eigentlich haben wollte. Und deshalb gab es das halt nie. Und jetzt habe ich gerade zum ersten Mal, eigentlich Twivers hatten wir ja schon die extreme Planung von wegen, was wir gerne machen möchten und so, ne? Da haben wir auch schon davon geredet, so eine kleine, ja, eine kleine Holzzucht. Wobei das Problem ist immer, bei den Sachen gewesen. Der Force Mod war dafür gut von den Geräten her, aber ich finde, dass der LS einfach, der ist einfach dafür gemacht, um mit großen Sachen Instabil. Force zu machen. Mit den kleinen Sachen macht das alles nicht so Spaß, aber ich glaube, das ändert sich jetzt im 17er. Ändert sich jetzt, ja, Ja, da hoffe gibt es ich. jetzt einen kleinen Häcksler, einen kleinen Harvester. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas Forwarder-mäßig im kleineren Bereich. Gut, da gibt es schon den Anhänger, den Stepper. Ist gar nicht so schlecht. Ja, es ist schon cool. Ach übrigens, wenn du ein paar Bäume schlagen möchtest, ne, ich habe Fichtenmoped gekauft. Das dachte ich mir schon. Ich bin auf dem Weg zu dir. Die Geschäftsleitung kommt. Ach übrigens, ich denke mal, mittlerweile dürfte es klar sein. Ich wusste es selber nicht so richtig, wie wir weitermachen. Das Forstprojekt mit mir und Freddy wird wohl nicht weitergehen. Zum einen ist der 15er jetzt einfach schon Oh. vorbei und Naja, und Freddy hat auch nicht so wirklich viel Zeit. mal schauen, wie das im 15er mit dem Forst, im 17er mit dem Forst 17. weitergeht. Ja, ich weiß, ich verschlabber mich dauernd. Auch in meinen Infovideos sage ich dauernd, mal gucken, wie das im 15er wird. Oder jetzt im 17er ist es ja so und so. Das muss man leider bei mir mit dem Leben.
Ich weiß, das hat gerade gar keinen Sinn, dass ich hier Bäume wegschneide, aber ich mache es einfach, weil ich schon immer mal machen wollte. Hier, Forst. Es war eigentlich insgeheim immer so ein Traum, wo ich gedacht habe, das machen wir eh nie. Aber jetzt machen wir einfach das zumindest so ein bisschen. Ey, ich habe jetzt so einen richtig schönen Keil weggeschlagen. Man kann doch Und gar der keine Baum Keile machen, steht. oder? Na klar, kannst du Keile Der machen. macht die doch Kannst automatisch mehr oder zwei. weniger. Nee. Hä? Du kannst zwei Teile aufeinander sägen. Und dann hast du einen Keil. Ah, Forst ist schon so eine coole Geschichte gewesen damals. Gerade Forst Mod war halt schon special. Und auch was mega geil war am Ende auf der Alpental, habe ich hier so ein paar Folgen mit Freddy gemacht, wo wir einfach nur mal 4, 5 Folgen am Stück nur Holz weggemacht haben. Das war heftig. Hat richtig Bock gemacht. Wenn jemand demnächst Bock hat, kann er ja hier vorne ein bisschen Holz machen. Geräte stehen jetzt hier. Baum liegt. Es wäre cool, wenn man das beim nächsten Let's Play doch so hinkriegt im Septzehner, dass man zwischendurch auch ein bisschen Forst macht. Fällt mir gerade mal wieder so auf. Ich glaube, Nico hat auch nicht viel Forst gemacht. Im 17, im 15er. Etwas. Ja, nur mal so manchmal, ne? Auf der Gamsding, glaube ich, haben wir eine Zeit lang Forst gemacht mit Nico. Also so, als ich mal mit Nico eine Zeit lang so privat nebenbei gespielt habe. Da war auch Joris Ja, und das kann so noch durchaus dabei. sein, Ich glaube, da warst du noch nicht dabei, oder? Auf der ja. Gamsding mit Nico? War 17er, ne? 15er. Ja, meine ich ja. Ich war zwar da, Aber ist, aber glaube ich ich, habe nicht nicht mitgespielt, mitgespielt, ne? da ich ja die DLCs mir nicht gekauft habe, alle einzeln. Ja, ich würde sagen, das war's aber für heute. Wir hören hoffentlich uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.